Hallo da draußen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar gibt es heute die Rezension zu Big Mouth and Ugly Girl von Joyce Carol Oates. Im Englischen ist der Roman 2002 erschienen, kostet 5,12 Euro für das englische Taschenbuch, hat 272 Seiten und ist im Flamingo Collins Verlag erschienen. Auf Deutsch heißt der Roman Unter Verdacht, ist am 1. Mai 2005 im DTV Verlag erschienen und kostet da 8,95 Euro für 304 Seiten. Dieses Buch ist eine 5-Sterne-Leseempfehlung von mir. Ich finde, jeder sollte es gelesen haben. Bevor ich euch meine Gründe dafür darlege und euch auch ein bisschen erzähle, worum es geht, lese ich euch eben den Klappentext vor. Matt Donaghy has always been a big mouth, but it's never gotten him into trouble. Until one day when two detectives escort him out of class for questioning. The charge? Matt has been accused of threatening to blow up Rocky River High School. Ursula Riggs has always been an ugly girl. She has no time for petty high school stuff like friends and dating. Ursula is content with minding her own business, and she doesn't even really know Matt Donaghy. But Ursula knows injustice when she sees it, and she's not afraid to speak out. Also, der Klappentext setzt im Grunde auch schon die Prämisse der Handlung. Matt Donaghy gehört zu einer beliebteren Clique an der Rocky River High School, Ursula Riggs. Nicht wirklich, sie ist halt die Außenseiterin, die auch nicht so richtig Freunde hat. Sie ist halt ein bisschen größer, ein bisschen ungelenker als die anderen Mädchen, dafür bin ich Sportass. Und eines Tages wird Matt aus seiner Homeroom Class School, das ist so, ja, betortes Hausaufgaben, keine Ahnung, also für Homeroom gibt es im Deutschen kein Äquivalent. Rausgeholt von zwei Polizeibeamten, von zwei Detectives, also relativ hohe, die ihn dann befragen. Und es heißt, Zeugen hätten gehört, wie Matt gedroht hätte, die Schule in die Luft zu sprengen. Damit geht es los. Matt wird verdächtigt, wie gesagt, wird dann auf die Polizeiwache gebracht, wird befragt, seine Eltern werden befragt, seine Freunde werden befragt. Alle werden befragt. Matt wird dann auch für einige Zeit von der Schule suspendiert. Und es ist dann Ursula, die zu Matt steht, obwohl sie ihn kaum kennt, weil sie die Umstände oder weil sie glaubt, die Umstände zu kennen, die dazu geführt haben, dass jemand missverstanden haben könnte, dass Matt die Schule in die Luft jagen wollte. So. Ursula geht halt zum Direktor, erzählt, was passiert ist. Sie hat dann auch ihre quasi einzige Freundin oder eine ihrer sehr, sehr wenigen engen Bekannten dabei, die die Situation halt miterlebt hat. Die beiden sprechen dann mit dem Direktor darüber, der dann wiederum Schritte einleitet und die Untersuchung wird dann fallen gelassen. Und das ist kein Spoiler, weil das passiert auf den ersten 30 Seiten des Romans. Plus es steht ja schon hinten drauf. Was viel interessanter ist und worum der Roman eigentlich geht, deswegen ist das auch den Untertitel, Know Who Your Friends Are, wie Matts Freunde, die gesamte Gemeinde von Rocky River, alle an der Schule, wie sich deren Verhalten Matt gegenüber, aber auch Ursula gegenüber, weil natürlich relativ schnell bekannt wird, dass sie halt quasi diejenige ist, die dafür sorgt, dass diese Untersuchung auf Eis gelegt wurde, beziehungsweise abgeschlossen werden konnte. Was da passiert und was da auch für, ja, Ressentiments hochkommen plötzlich. Matt ist halt in jeder Form, Meinung, Möglichkeit ein absoluter Durchschnittstyp. Also er ist nicht total unbeliebt, er ist aber auch nicht super beliebt. Er ist nicht der schlechteste Schüler, aber er ist auch nicht ein Straight-A-Student. Also er ist so irgendwo dazwischen. Und hat ja eigentlich nie Probleme und plötzlich meiden ihn Leute, Leute, die ihn sein ganzes Leben lang gekannt haben, machen komische Annahmen über ihn. Und darum geht es eigentlich in diesem Buch. Was passiert, wenn man etwas aus dem Kontext reißt, es dann übermäßig aufbläht und dann quasi keiner sagt, sorry, blöd gelaufen, sondern sie erwarten dann alle von Matt, dass er das halt ruhen lässt und ist ja nichts passiert. So, und das ist eigentlich sehr, sehr interessant zu sehen. Es ist wirklich spannend,
Es ist auch spannend, was es mit diesen beiden Protagonisten macht. Diesen beiden wirklich sehr ungleichen Protagonisten, das muss man auch mal dazu sagen. Ursula bezeichnet sich halt selber als Ugly Girl. Sie ist nicht hässlich, sie bezeichnet sich nur so. Und sie nennt sich selber gerne Ugly Girl Warrior Woman. Weil sie hat manchmal das Gefühl, dass sie so ein bisschen auf einem Kriegszug ist. Ich könnte jetzt ewig lang darüber weiterreden, aber das lassen wir an dieser Stelle. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Das Englisch ist halt auch echt einfach. Ich habe halt schon häufig gehört, dass das auch als Schullektüre benutzt wird, so 9. 10. Klasse. Das ist auch ungefähr das Englischlevel, wo ich denke, wo das ansetzt. Es sind halt wirklich nur 272 Seiten. Sind halt relativ groß geschrieben und einfach die Themen in diesem Roman sind universell, nicht nur für Teenager. Es geht um Familie, Freundschaft, Treue, aber auch Verrat. Und das ist wirklich meine 5-Sterne-Leseempfehlung. Es war eins der besten Bücher, die ich dieses Jahr bisher gelesen habe und ich hoffe, dass ihr es alle auch zumindest einmal anlest. Wenn ihr es schon gelesen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon gehalten habt. Ich fand es wirklich grandios. Aber bevor ich mich jetzt das tausendste Mal wiederhole und sage, dass ich das Buch grandios fand, sage ich euch jetzt Tschüss. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut auch bitte gerne dies. Und ich sehe euch dann zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.